Ja, es ist immer ein Vergnügen, den grünen Vorrednern zuzuhören. Man lernt immer wieder Neues und ich finde ja wirklich interessant, welche Begrifflichkeiten Sie sich ja da auch bedienen. Also wenn der Herr Kollege Veratschnik irgendjemand den Gar ausmachen möchte, also möchte nicht wissen, wie das kommentiert werden würde, würde das ein Freiheitlicher hier vom Rednerpult sagen. Spannend war auch der Herr Kollege Litschau, auch da habe ich viel gelernt. Also ich habe nicht gewusst, dass Sie die Grünen jetzt mittlerweile zu den Anwälten der Atomlobby aufschwingen und also gegen Temelin Volksbegehren hier am Rednerpult argumentieren. Also tatsächlich der Sinneswandel bei den Grünen, der in den letzten Monaten vielleicht auch mit Mithilfe der ÖVP stattgefunden haben muss, ist sensationell. Ja. Zum Kollegen Hammer. Der Kollege Hammer hat uns ja in seinem mitreißenden Referat als Erstredner, glaube ich, erklärt, welche Vorzüge das Radfahren mit sich bringt. Und ja, ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich das Radfahren zu fördern und wir haben uns dem auch nie gegenüber verschlossen. Aber ich gebe Ihnen eines mit, vielleicht zum Bedenken auch. Wenn Sie gesagt haben, ja, die meisten Wege, die zurückgelegt werden, die sind unter 5 Kilometer, ist richtig, aber da fahre ich hin. Dann fahre ich wieder zurück, sind es 10 Kilometer. Und es gibt ja Phänomene in Österreich. Das eine Phänomen heißt Berge, das andere Phänomen heißt Winter. Und ich möchte einfach den Leuten und den Pendlern nicht zumuten, dass sie 10 Kilometer mit dem Radl durch Schnee, Gatsch und Eis fahren. Ja. Also das sollte man vielleicht auch bedenken. Es gibt eben nicht nur Städte, sondern es gibt eben auch Randlagen. Ja, Frau Bundesministerin Gewessler, Sie sind ja Bundesministerin für Radfahrer und Eisenbahn. Ich habe Sie anfänglich wirklich für eine Expertin auf Ihrem Gebiet gehalten und habe aber jetzt draufkommen müssen, dass Sie eigentlich nur eine ideologische Auftragstäterin sind. Was machen Sie? Sie machen den Kampf gegen die Luftfahrt, den haben Sie ausgerufen. Und was noch viel schlimmer ist, Sie haben ja auch die Inquisition gegen den Autofahrer ins Leben gerufen. Es gibt hier Sabotageakte am laufenden Band, abgesehen davon, dass die erste Tätigkeit und ich glaube die einzige medienwirksame war, die sie gemacht haben, dass sie die 140er-Tafel von ihrem Vorgänger Hofer wieder runtergeschraubt haben. Führen Sie willkürlich mit Ihren Kolleginnen und Erfüllungsgehilfen in der Wiener Stadtregierung zum Beispiel einen Krieg gegen die Autofahrer. Sie produzieren willkürliches Verkehrschaos. Auf der Kagraner Brücke wird ein temporärer Radweg installiert, der dazu führt, dass jetzt Staus dort stattfinden, wo es nie einen gegeben hat. Also auch das ist interessant. Also da möchte ich nicht wissen, was noch auf Autofahrer und Pendler, die hier auch noch Steuer zahlen und arbeiten, zukommt. Um dem auch Einhalt zu gebieten, möchte ich auch die Nagelprobe machen. Wir haben ja von Ihren Kolleginnen auch gehört oder aus der Grünen Partei, dass Sie auch planen, die hochrangigen Straßen punkto Geschwindigkeit zu degradieren, dass Sie Geschwindigkeitslimits herabsetzen wollen. Deswegen möchte ich auch die Nagelprobe machen und einen Entschließungsantrag einbringen, betreffend keine flächendeckende Autofahrerschikane durch Beschränkung der Geschwindigkeiten im Ortsgebiet auf 30 km/h, auf Freilandstraßen auf 80 km/h und Autobahnen auf 100 km/h. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden aufgefordert, sicherzustellen, dass es zu keinen generellen Beschränkungen der Geschwindigkeiten im Ortsgebiet auf 30, auf Freilandstraßen auf 80 und auf Autobahnen auf 100 km/h kommt. Ich möchte zum nächsten Themenbereich kommen, das ist die Nahverkehrsmilliarde. Auch da haben Sie sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, im Gegenteil, Sie haben ein wirklich gutes Projekt zerschossen, Sie haben die Nahverkehrsmilliarde auf Nahverkehrs 300 Millionen heruntergesetzt, wenn man das so salopp formulieren kann. Sie haben es eigentlich gekürzt. Und die wenigen verbleibenden Mittel, die jetzt noch zur Verfügung stehen, verwenden Sie dafür, Bahnhöfe neu anzustreichen und vielleicht dort und da einen Radweg zu bauen. Frau Bundesministerin, das war nicht der Plan der Nahverkehrsmilliarde. Der Plan war, den ländlichen Raum mit dem urbanen Raum in Verbindung zu bringen und dabei auch noch zur Dekarbonisierung beizutragen. Das haben Sie alles über Bord geworfen, das sehe ich nirgends mehr, wo Sie da noch irgendwas in diese Richtung anstreben. Also wie gesagt, ich verstehe nicht, warum Sie ein Projekt, das man ja nicht nur durch die ideologische Brille sehen kann, sondern einfach mit Ihren Fakten basiert bewerten kann, warum man das so zerstört und am Ende des Tages einen so kläglichen Rest überlasst. Ich bringe daher einen zweiten Entschließungsantrag ein, betreffend Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Umsetzung der Nahverkehrsmilliarde jetzt. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Innovation und Technologie wird ersucht, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen die rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen für eine Mitfinanzierung von einzelnen Verkehrsprojekten in Ballungsräumen im Sinne einer Nahverkehrsmilliarde mit dem Ziel, Dekarbonisierung zu schaffen. Ja, ich habe es eingangs erwähnt, Frau Bundesministerin, leider ist von Ihnen nur politisch getriebenes Handeln
zu bemerken. Sie haben bisher nichts zu Wege gebracht, dass dort dann da ein Verkehrszeichen demontiert, unsere Mittel gekürzt. Das habe ich jetzt einmal ganz kurz zusammengefasst. Und was Sie aber auch können, und da dürften Sie offenbar doch schon genug Zeit mit der ÖVP verbracht haben, auch beim Postenschacher haben Sie sich mittlerweile bestens eingelebt. Ich möchte jetzt nur Aufsichtsrat Brenner Basistunnel erwähnen. Ich möchte Austerkontrolle erwähnen, wo Sie wirklich profunde Aufsichtsräte einfach willkürlich abberufen haben und wo Sie grüne Fundamentalisten jetzt einsetzen. Also es würde mich wirklich interessieren, welchen Narren Sie an der Frau Taus aus dem 7. Bezirk gefressen haben, dass die jetzt Expertin für alles ist und von Ihnen in diese Positionen gehievt wird. Ja, vielleicht wird es auch einem der Einzelnen die Möglichkeit geben, den derzeit laufenden Untersuchungsausschuss dann vielleicht noch um ein Kapitel zu erweitern, das dann heißt grüner Postenschacher. Ja, der Versuch der ÖVP in Sachen Personalpolitik zu kopieren ist Ihnen jetzt einmal ansatzweise gelungen, aber Frau Bundesministerin, zum Abschluss meiner Rede ein Tipp an Sie. Glauben Sie mir das? Die ÖVP wird sich schneller von Ihnen trennen, als Ihnen das lieb ist, ich habe es auch gestern schon gesagt, und spätestens dann, wenn Ihre Klimaschutzmaßnahmen anstehen und wenn Sie Ihr Programm umsetzen wollen, dann wird die ÖVP wie immer die Notbremse ziehen und denken Sie an meine Worte, ich kann Ihnen jetzt schon garantieren, dass es so sein wird. Das war Christian Havenecke, FPÖ, die Salzburger Unternehmen.